Logger, Fahrzeugbau aus Leidenschaft. Planung und Fertigung erfolgen in unserem Werk in Augsburg. Zeichnungen entstehen mit moderner CAD-Technik. Auch der Stahlbau erfolgt nach aktuellen Normen und Vorschriften. Egal, ob Lang- oder Kurzholzzug, unsere Aufbauten entstehen individuell nach Kundenwunsch und können während der gesamten Aufbauzeit begutachtet werden. Haltbarkeit und Zuverlässigkeit stehen bei uns an erster Stelle. Um ein perfekt sauberes Ergebnis zu garantieren, erfolgen Rohbau und Endmontage in separaten Hallen. Logger, Fahrzeugbau aus Leidenschaft. Unser Glogger Kurzholzprogramm wird in Plateau- oder Schemelbauweise gefertigt. Zum Aufbau kommen Kräne aller namhaften Hersteller, ausgestattet mit Kranwaage über Greifersäge bis hin zur voll klimatisierten Krankabine. Aus Gründen der Standsicherheit wird zuerst am LKW eine Teilladung durchgeführt. Der Kran wird in beladenem Zustand am Fahrzeugheck in Z-Form platzsparend zusammengelegt. Die Stützfußsteuerung erfolgt komfortabel vom Kransitz aus. Alle Utensilien sofort griffbereit. Und wieder fährt ein Glogger Kurzholzzug zum Säger. Der Klassiker von Glogger zum Langholztransport. Innovationen fließen ständig in die bewährte Technik ein. Die stabilen Greiferaufnahmen am Nachläufer vereinfachen das Abladen.
Der vordere Schemel ist zweistufig ausgeführt, um den Ladevorgang zu erleichtern. Am Nachläufer sind die Rungen pneumatisch und vom Kransitz aus bedienbar. Im fertig beladenen Zustand wird der Kran über dem Fahrerhaus positioniert. Die Arretierung des Greifers erfolgt am stabilen Schutzgitter. Das Schlauchpaket am Stahlseil hochgezogen, die Schemelarretierung geöffnet, die Spanngurte griffbereit im Trittkasten und ein schnelles Arbeiten ist garantiert. Ladungssicherung muss sein, voller Körpereinsatz und ab geht's. Selbstlenkung und hydraulische Nachlenkung. Damit geht's um jede Ecke. Um wirklich jede Ecke. Nun wird abgeladen. Der Nachläufer lässt sich leicht mit der hydraulischen Winde heranziehen. Aufladen, dann den Kran in Parkposition, Bremse schließen und schon kann es wieder losgehen. Das gleiche Fahrzeug wird nun zum Kurzholztransporter aufgerüstet. Eine Hilfsladebrücke wird aufgesetzt und mit Steckbolzen gesichert.
Federspeicherverriegelung wird an die Luftanlage angeschlossen. Dann lässt sich der Nachläufer heranziehen, natürlich bequem vom Kransitz aus. Unsere Verriegelungen arretieren selbstständig durch Anlaufkeile. Jetzt kann der erste 5 Meter Stapel geladen werden. Nachdem die Hilfsladebrücke auf ihre volle Länge ausgezogen und die Rungenbank gesetzt ist, kann der nächste Stapel geladen werden. Ab geht die Reise ins Sägewerk. Spurtreu und wendig in jeder Situation, egal ob Lang- oder Kurzholztransport. Logger, Fahrzeugbau aus Leidenschaft. Und jetzt wird's genial. Unsere Lösung zum Holztransport. Logger Kombisattelzug für Lang- und Kurzholztransporte ohne separate Hilfsladebrücke. Mit Luftfederung und Liftachse, Trommel- oder Scheibenbremsen, mit den neuesten EBS-Systemen aller bekannten Hersteller, elektrohydraulische Lenkung aller Achsen, hydraulische Winde und pneumatische Rungen für ein allzeit sicheres, schnelles und effizientes Arbeiten. Hier im Kurzholztransport, 2x5 Meter.
Erstaunliche Wendigkeit, selbst in Spitzkern. Immer voran durch hydraulische Lenkung. Zum Langholztransport werden unsere Federspeicherverriegelungen geöffnet und der Längsträger getrennt. Nun kann der Zug auf seine volle Länge ausgezogen werden. Natürlich alles bequem vom Fahrerhaus aus. Und schon kann problemlos geladen werden. Egal, ob festmontierte oder verstellbare Rungen in mechanischer oder pneumatischer Ausführung. Die Rungenbänke sind aus eigener Fertigung, besonders haltbar und stabil. Durch den Formschluss wird eine zusätzliche Sicherheit erreicht. Bei Glogger geht Ladungssicherung bis ins Detail. Unser Kombisattel ist ausgerüstet mit Ösen oder sogar mit festmontierten Spangeldratschen. Und schon kann es losgehen. Glogger, Fahrzeugbau aus Leidenschaft.